Und damit willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Duelist of Legacy. Oder umgedreht, ich weiß es nicht, ich hab schon wieder vergessen. Egal. Es geht weiter mit der Story. Beim letzten Mal hatten wir ja die Duelle, jetzt geht's weiter mit den Duellen in der Story. Und zwar mit dem Duell im Kolosseum. Yugi gegen Kaiba, wie wir hier schon sehen. Eins der coolsten Duelle meiner Meinung nach in ganz, ja, eigentlich doch in der ganzen Serie. Ich würde sagen in ganz Battle City, aber eigentlich mit eins der coolsten Duelle der ganzen Serie. Ich mag den Kampf sehr, der geht auch, glaube ich, mit am längsten, mit 6 oder 7 Folgen. Aber der ist richtig geil. Also mir gefällt das sehr. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. Und ja. Mehr und mehr fiel in die Macht von Marik. Marik duellierte Bakura für den Millennium Ring. Weil dass die immer schreiben, er duellierte. Anstatt zu schreiben, er duellierte sich mit. Boah, ich hasse diesen. Das ist der furchtbarste Übersetzungsfehler mit. Also ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, aber. Er duellierte. Und dann der Name. Anstatt der duellierte sich mit und dann der Name. Das ist so. Boah. Marik duellierte Bakura für den Millennium Ring und gewann. Auch ein heftiges Duell, das mir sehr gefallen hat. Es war jetzt Zeit, sich für das Halbfinale. Das erste Spiel war Joey gegen Marik. Mariks Macht. Stimmt, warum kommt das eigentlich nicht? Mariks Macht war so groß, der geflügelte Drache von Ra sendete Joey ins Krankenhaus. Es schien, als ob nichts Mariks Herrschaft beenden konnte. Warum haben sie den Kampf weggelassen? Stimmt, 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 stimmt. Dass sie das Vierer-Duell zur Auswahl, wer gegen wen spielt, nicht bringen konnten, war mir klar. Aber warum haben sie denn das Duell weggelassen? Genauso das Duell mit Bakura und Nim, warum haben sie das weggelassen? Das verstehe ich nicht. Also, das ist mir nicht ganz da. Die lassen irgendwie, am Anfang war das besser. Die lassen irgendwie viel zu viel weg mittlerweile. Aber solange sie irgendwie noch Bezug drauf nehmen und es nicht komplett ignorieren, okay, lassen wir es mal so durchgehen. Es schien, als könnte nichts Mariks Herrschaft beenden, ja. Das zweite Halbfinale würde feststellen, wer Marik ins Gesicht sehen würde. Es war Yugi gegen Kaiba und zum ersten Mal seit ihrem Kampf im Duel des Kingdom. Yugi, wir dürfen nicht zulassen, dass Shouris Kampf unsere Konzentration stört. Denk dran, um Marik zu überwinden, müssen wir an Kaiba vorbeikommen. Nun gut, Yugi, du hast dich entschieden zu kommen, nach allem. Natürlich, dieses Duell vermissen ist wie mein Schicksal zu leugnen. Erspar mir das Drama. Also warum ist deine Streberherde nicht hier, um für dich zu jubeln? Sie sind doch zu sehr mit damit beschäftigt, Spieler von seinem Nickerchen zu wecken? Joey ist jetzt in großer Gefahr, mehr als du jemals wissen könntest. Wheeler hätte in erster Linie nicht hier sein sollen. Ich warnte ihn, mit den großen Jungs zu spielen, und wenn du mich fragst, bekam er nur, was er verdient hat, einen Schlag ins Gesicht von Ra. Oh, sogar wörtlich mit dem Deutschen übersetzt. Wenn ein Angriff von einer ägyptischen Götterkarte keinen Sinn in dieses Kind klopfen kann, dann kann nichts das tun. Das ist genug, Kaiba, du hast keine Ahnung, wie gefährlich dieses Duel-Monsters-Turnier von dir geworden ist. Das Ergebnis des Battle-City-Finale könnte die ganze Welt in Gefahr bringen. Der Einzige in Gefahr bist du, jetzt werde ich gewinnen und du wirst die Nummer 1 nicht mehr länger sein. Kaiba, es geht nicht immer nur darum, die Nummer 1 zu sein, es geht darum, mit Mut, Ehre und Respekt zu duellieren und vor allem das Bedürfnis anderer vor deinen eigenen zu stellen. Und jetzt, das, boah, ich kann heute nicht lesen, es tut mir leid. Und ist etwas, was Joey Wheeler jeden Tag seines Lebens machte. Yugi, in der antiken römischen Gladiatoren würden bis zum Verderben kämpfen, um zu beweisen, wer der Stärkere ist. Jetzt ist es unsere Zeit, um zu sehen, wer von uns es verdient hat, sich selbst den Größten in der Welt zu bezeichnen. Also die deine ersten Karten und lass die Schlacht beginnen. Mit Vergnügen, Kaiba. Ja, aber jetzt haben sie gar nicht gesagt, warum das überhaupt Duell im Kolosseum heißt. Ganz einfach. Er hat dann mit dem Hologramm um die Arena rum so ein riesiges Duell-Kolosseum gebildet. Und ja, er wollte sich halt damit cool fühlen und deswegen halt ein Kolosseum. Muss man jetzt mit klarkommen, aber ja, ich fand's eigentlich ganz geil. So, und dann schauen wir mal. Was ich jetzt allerdings schon mal scheiße finde, ist, dass wir nach wie vor auf dem Luftschiff sind. Warum sind wir auf dem Luftschiff? Das ergibt nicht viel Sinn. Nun gut, ja, hier kann schon mal nicht schaden. Und eventuell wäre es schlau, eine Götterkarte. Ich weiß nicht, ob der wird sicher Obelisk haben. Aber wir haben zwei Götterkarten. Wir haben Ra und Dings. Wobei mir Ra halt nur. Ich hatte jetzt schon zweimal in meinen Offscreen-Duellen Ra auf der Hand. Hätte ihn spielen können. Hatte aber nur 2000 Punkte oder so, dass es mir nichts gebracht hätte. Weil seine Punkte werden ja bestimmt von den Punkten, die ich opfer. Und wenn ich nur 2000 habe, dann bringt mir das gar nichts, weil da sind ja meine Monster mit 2200 Bidea zum Beispiel schon stärker. Da brauche ich keine 3 für Opfer, um was sowas wie Rat zu rufen. Das ist Quatsch. So.
Der ist natürlich perfekt, dass ich ihn in der ersten Runde gezogen habe. Sein Nachteil ist nämlich, dass er nicht angreifen kann, wenn er gespielt wird. Das kann ich in der ersten Runde sowieso nicht, von daher. Ja, ich könnte ruhig direkt seinen Effekt wegblasen. Ich schaue nicht mal, was es ist. Macht des Spiegels oder sowas. Der hat auf jeden Fall irgendwas gespielt. Okay, er wollte mich zum Angriff zwingen. Kann man mal machen. Muss man jetzt aber auch nicht unbedingt. Aber was ich auf jeden Fall muss, ist dich angreifen, mein Freund. So, den Z-Metallpanzer. Ja, er wird versuchen, die x-köpfige Kanone zu rufen. Nee, Quatsch. Wie heißt es? XYZ-Drachenpanzer. Genau so hieß das Ding. Auch ein sehr cooles Monsterfusion. Bestehend, wie der Name schon sagt, aus Z-Tiger-Panzer, X-Stahlkopf und Z-irgendwas. Also die XYZ-Monster halt von ihm. Hier wie halt auch der Panzer. So, und damit hat er schon mal was gespielt, was mir nicht gefällt. Nämlich den Force-Plünderer. Noch viel beschissener, ich kann die Karte jetzt nicht spielen, obwohl ich das eigentlich wollte. Aber gut, solange ich mein Dings hier noch auf dem Feld habe, ist alles gut. Da kommt das so leicht nicht dran vorbei. Ohne Opfer und derartiges wird er bestimmt nicht spielen. Ich würde ihn, wie gesagt, wirklich gerne rufen, aber das nützt mir nichts, wenn ich ihn jetzt rufe. Der muss mindestens eine Runde auf dem Feld sein, erstmal. Ich kann gar nicht, es würde gut für ein Lichtmonster behandelt werden. Okay. Der muss auf jeden Fall weg. Ich habe den mächtigen Saturn, der nützt mir natürlich gar nichts. So, und sicher wird das jetzt der Falle sein, fürchte ich. Nee, tatsächlich nicht, okay. Ganz wichtig, dass er wegkommt, damit hätte er nämlich zwei Opfer gehabt mit dieser einen Karte. So. Ich spiele Wiedergeburt, um seinen Dings natürlich zurückzurufen, klar. Den will ich auch noch im Deck haben, aber ich habe ihn noch nicht. Leider. Oh, das ist jetzt natürlich gut. Jetzt kann ich ihn angreifen. So, dann hauen wir mal richtig rein. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich ihn spielen soll, aber es ist an sich dumm. Der wird ihn erledigen. Er wird, wenn ich ihn jetzt spiele, wird er ihn erledigen. Ja, das ist mir zu heiß. Das ist mir zu heiß, dafür mein Monster jetzt zu opfern. Der ist mir noch zu stark, als dass ich ihn jetzt einfach wegwerfe. Ja, schon hat man nämlich den Salat. Das ist, was ich meine. Allerdings habe ich Abwehrattacke, das kann mir helfen. Das lassen wir mal, aber ich hätte gern noch ein schwächeres Monster, das ich für den Dings dann opfern könnte. Bei ihm hier will ich ungern, wie gesagt, hergeben. Deswegen warte ich mal noch mit dem Spielen. Wäre halt wirklich extrem dufte, jetzt mal was zu ziehen, was mir hilft. Okay, der Herr der Drachen. Aber irgendwie ist der, spielt er alles im Angriffsmodus, was ich nicht ganz verstehen kann. So. Egal, wir greifen weiter an. Wir stören auch ihn wieder. Ja, du hast gleich verloren, Kaiber. Also das ist eine schwache Leistung, was du hier ablieferst. Und ich ziehe einfach kein schwaches Monster mehr. Diesmal kann das sein. Oh gut, ich bin mit den Karten bin ich bisher auch zufrieden. Genau, Y und Drachenkopf. Da haben wir das nächste. Ich habe Albtraumrad. Ja. Hast du jetzt nicht sogar schon verloren? Nee, noch nicht. Da hast du noch 200 Punkte. Ja gut. Die 200 Punkte, ne? So, wenn du irgendwas spielst, aktiviere ich Albtraumrad fest ist, damit hast du in der nächsten Runde sowieso verloren. Und er hat tatsächlich nichts, okay. Ja, und ich hätte sogar noch mehr Karten. Also das war ein ganz einfaches gewonnenes Duell. Ich weiß nicht, was das war. Ich weiß nicht, was er getan hat. Allein schon die Tatsache, dass er so viele Karten einfach offen im Angriffsmodus gespielt hat. Obwohl ich doch ein viel stärkeres Monster auf dem Feld habe. Das macht man normalerweise nur, wenn man den Gegner zum Angriff verleiten will, indem man irgendwie eine Falle hat oder was. Aber der hat das ja einfach so gemacht. Monster mit 1000 Punkten weniger als meins, aber einfach mal offen hingelegt. Kann ich jetzt nicht verstehen, aber ja gut. Dann ist es halt so. Du hast verloren, Kaiber. Ich sagte dir, dein Hass und deine Gier nach Macht würden nie siegen. Geschafft, aber mein härtester Kampf liegt noch vor mir, wenn ich Marek im Finale duelliere. Das Finale gegenüberstellen, ja. Duell im Kolosseum, neues Umkehrduell entriegelt. Seto Kaiber, der Peiniger. Und damit haben wir Obelisk, den ich natürlich ganz gerne im Deck hätte. Und sogar den Forcekrieger, sehr schön. Sehr, sehr schön. Nehmen wir, ich will den kurz im Deck haben, Moment mal eben. Ja.
Ja, die Frage ist, was fliegt dafür raus? Ich habe jetzt so viele starre Verteidigungsmonster, ich brauche den an sich nicht. Da kommt die Truhe. Da tue ich lieber was mit Angriffspunkten zum Opfern und spielen als was zum Verteidigen. So, wie ging das jetzt nochmal? So, ja, ist schon mal gut. Hier habe ich übrigens welche nach Gottheiten sortiere. Dann kommen die automatisch. Habe ich rausgefunden, sehr schön. Der hat auch den Effekt, dass er, wenn er. Ja, du kannst zwei Monster als Tribut anziehen, zerstöre alle Monster, die dein Gegner kontrolliert. Karte kann in diesem Spiel zum dieser Effekt wird kein Angriff deklarieren. Da ist Spezialbeschwörung Legacy auf dem Friedhof. Du kannst zwei Monster-Attribute zerstören, alle Monster während der Endphase. Kann ich das Ziel für Zauber oder Karten erhöhen? Wenn meine Endphase fast diese Karte. Ja, ist auch klar. Okay, er hat nicht diesen Effekt. Also, es war im Anime immer so, dass er, wenn man zwei oder drei Monster geopfert hat, zwei in dem Falle, glaube ich, dann wurde Obelisk unbesiegbar. Heißt, er hat eine Angriffskraft von unbesiegbar unendlich halt gehabt. An sich ziemlich cooler Effekt eigentlich, zwar auch komplett overpowered, aber ja gut. Damit haben wir alle drei ägyptischen Götterkarten im Deck. Ra, Slifer und Obelisk. Sehr schön. Obelisk ist eigentlich meine Lieblingsgötterkarte, muss ich gestehen, weil der ist einfach am coolsten und am chilligsten. Bei den ganzen anderen, da hast du halt immer das Problem, dass du dann halt noch die ganzen Dings brauchst, die. Wie bei Slifer, da brauchst du halt Karten oder bei Ra, da brauchst du die Lebenspunkte. Aber der kommt da einfach, hat seine 4000 Punkte, das reicht ja vollkommen aus. 4000 Punkte, das ist ja mehr als genug. Und haut damit einfach drauf. Und jetzt kommt das Finale von Battle City. Die Zeit ist gekommen für den finalen Zweikampf. Yugi gegen Marik, mit dem Schicksal der Welt in der Schwebe. Ich habe auf diesen Moment mein ganzes Leben gewartet. Bald wird deine unendliche Macht mein sein. Marik. Nicht nur werde ich dich besiegen, ich werde dich auch aus der Dunkelheit, die dich steuert, befreien. Haha, das würde ich jetzt gern sehen. Das war schon ein Dialog. Das war der komplette finale Dialog. Ja, das ist sehr schwach. Das war. Ja, gut. Ich bin gespannt, was er drauf hat. Yami Marik. Haben wir gegen ihn schon mal gespielt? Ich glaube, nein. Und ich hoffe, dass ich jetzt ähnlich gute Karten ziehe wie beim vorherigen. Wir haben direkt Slifer gezogen. Allerdings auch zwei Karten, die mir. Wow, nein, nicht aufgeben, um Gottes Willen. Ey, nützt mir nichts. Ich habe für Slifer noch keine drei Monster und ich habe auch keine Karten. Also, selbst wenn ich ihn jetzt hätte. Ja, Slifer ist schwer zu spielen. Slifer ist echt schwer auszuspielen. Kann ich den eigentlich. Ah, ich kann den nicht so über die Karte zurückkommen. Schade, ich habe sonst gedacht, können wir den irgendwie abwerfen und dann mit der Karte zurückkommen. Dann wird er genau wie Obelisk auch zurück. Dann geht das für Ra auch. Okay, dann geht das automatisch bei Götterkarten. Ja, die Taktik kenne ich aus dem Anime. Aber erstmal haust du dir selber Schaden rein, du Idiot. So, und zwei verdeckte Karten. Hoffe, dass wir es noch in dem Part schaffen. Ich habe es jetzt halt einfach angemacht, aber. Und wir spielen. Ja, gute Frage, was spielen wir eigentlich? Ihn hier. So. Komm mal aufs Feld. Ich hoffe, er zerstört ihn nicht, den kann ich ja nicht gebrauchen. Ja, ich könnte meinen Steinsoldaten auch schon zurückholen, aber das wäre an sich relativ. Ne, der war immer noch nicht zurück, stattdessen greifen wir an. Nein, sehr fix. Los jetzt. Nein. Okay, damit beende ich meine Runde auch schon. Ich könnte, oder ich spiele halt dann den großen Saturn, dann ist so, das geht auch, aber ich würde gerne ihn hier spielen, den Chaos beherrschende Marke. Das ist mir gerade lieber. Jetzt haben wir die ewig lange Fragerei. Wir kennen das ja mittlerweile. Monster können in dem Spielzug. Können nicht in dem Spielzug angreifen, indem sie beschworen wurden. Okay. Ja, gut. So, und ich hole mir jetzt mal meinen Steinsoldaten zurück. Zack. Okay, aber mit denen kann ich ja angreifen.
Theoretisch könnte ich dann auch Slifer in der nächsten Runde rufen, mal die Frage ist halt, lohnt das? Weil ich habe an sich nicht viele Karten. Ich spiele jetzt mal ihn hier. Wenn ich Slifer habe, brauche ich mehr Karten, ansonsten nützt mir das nichts. So, die beiden können eh nicht angreifen, aber er kann angreifen. Und da war doch gerade schon wieder irgendwas. Wenn diese gerade Bille. Ah, okay. Kann ich dich in Verteidigung setzen? Ja, kann ich. So. Warum kann ich jetzt eigentlich mit meinem Steinsoldaten nicht angreifen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Den habe ich doch in der letzten Runde speziell beschworen. Und nicht in dieser Runde. So. Ich könnte jetzt theoretisch, könnte ich jetzt live schon rufen. Ja, könnte ich machen. Hätte ich 3000 Punkte, weil ich drei Karten auf der Hand habe. Nützt mir so gesehen aber eigentlich an sich noch überhaupt nichts, weil er hat ja allein schon 2900. So. Ich bin gewollt, den großen Saturn für die beiden zu spielen, aber das wäre an sich auch eher eine Verschwendung. Jetzt habe ich den vergessen, in den Dingsmodus zu setzen. Scheiße. Oh, shit. Ja, dafür reicht er noch nicht mal. So viel zu, ich brauch's einfach nicht. Ja, das ist jetzt natürlich dämlich. Dann opfern wir jetzt auf jeden Fall mal die beiden. Wie gesagt, Slifer, wenn ich keine Karten habe, nützt mir Slifer nichts. Das bringt mir gar nichts. Aber wie war sein Effekt nochmal? Ich kann dann nur... Einmal während deiner Messgrenze eine Karte abwerfen. Okay, dafür muss ich Karten abwerfen. Ja, ist natürlich noch kontraproduktiver mit Slifer in der Hand. Nee. Nee. Aber ich kann ihn in der nächsten Runde zerstören. Er erhöht die Defensive aller Monster in der Feuerungsrunde um 500. Gut, das ist mir relativ egal. So. Kann man sich ja einfach mal ein paar Karten ziehen, würde ich sagen. Vielleicht lohnt sich dann jetzt Slifer irgendwann. Wobei ich brauche den. Ne, brauche ich eigentlich gar nicht. Ich kann den auch so angreifen, vergesst es. Andererseits, wenn ich ihn jetzt halt direkt angreife, dann ist ja an sich egal. Aber den kann ich jetzt noch nicht einsetzen, aber. Das macht so gesehen nichts. Weil die beiden auch vollkommen ausreichen. Los, zerstör ihn. Da hat mein großer Saturn noch drauf. Also bisher dominieren wir hier das Duell. Ich habe aber auch schon wieder Glück mit meinen Karten, sehe ich. Das ist sehr gut. Ich habe bisher eine ausgewogene Mischung gezogen. Gefällt mir. Ich bin auf den Moment gespannt, wenn wir das erste Mal eine Götterkarte ausspielen. Was wir theoretisch jetzt schon machen könnten, aber das wäre an sich Quatsch. Und wir können das Duell beenden. Würde ich sagen, tun wir das doch direkt. Damit hat sich die Sache, ein Scheißdreck hat sich. Ja, nee, aber ich muss trotzdem weiter angreifen, ja. Hätte ich seinen Effekt vorhin aktiviert, dann hätte ich es gehabt, aber nee, geht doch so. Sollte auch so reichen. Oder? Ja, doch, das reicht. Gut, damit haben wir gewonnen. Das war das finale Duell gegen Marek in dieser Staffel. Ja. Okay. Du. Hätten wir jetzt eigentlich mehr Herausforderungen erwartet. Ja, weder Dings hat seine Götterkarte gespielt, noch er hier. Aber ja, gut, was soll's. Meister Marek. Bruder, bitte sag mir, dass es dir gut geht. Marek, es ist vorbei. Deine böse Seite wurde für immer verbannt. Es ist endlich vorbei, mein Pharao. Ja, und die Finsternis ist von deinem Herzen gehoben. Marek hat das Böse überwältigt, das ihn so lange kontrollierte. Mein Pharao, ich danke dir, du hast die Menschheit gerettet. Wir haben es geschafft, ich hätte nie gesiegt, wenn es nicht für uns alle von Vorteil gewesen wäre. Pharao, sei sicher, dass jeder von meiner dunklen Seite ins Schattenreich Verbannte wieder zurückkehren wird. Danke. Ich habe noch eine Aufgabe zu erfüllen, bevor meine Wächtermission abgeschlossen ist. Bezeuge das Geheimnis des Pharaos auf meinem Rücken geschrieben. Diese Markierungen wurden von meiner Familie von Generation zu Generation für 5000 Jahre weitergegeben. Um uns zu bedanken, dass als der antike Pharao die Welt rettete vor der Zerstörung,
er seinen Gedanken sauber gewischt hat. Aber er wusste, dass er eine Zahl zurückkehren würde und er seine Erinnerung zurückbräuchte. Oh Gott, bei Clean haben sie den Text jetzt gemacht. Er vertraute meiner Familie mit seiner größten Geheimnisse, der Schlüssel zur Entriegelung seines Geistes und seiner Macht. Nachdem du die drei ägyptischen Götterkarten und das Millennium Pass hast, ist alles, was du noch tun musst, die Worte auf Mariks Rücken lesen. Du bist so nah. Es ist Zeit für uns jetzt zu gehen, Pharao. Nimm dies, der Millenniumstab gehört mit dir, wo er keinen Schaden mehr verursacht. Danke. Und nimm auch dies, der Millenniumring ist am sichersten mit dir. Mit Yugi nun im Besitz aller Millenniumsgegenstände und die drei ägyptischen Götterkarten konnte er nun sicherstellen, dass die Schattenspiele nie wieder zurückkommen würden. Als ob. Das finale Duell entriegelt. Yugi, das Finale gegenüberstellen. Yami, Marik entriegelt. Aufstieg von Ra. Legende von Unterwelt. Aha, neues Herausforderungsdeck entwickelt. Signaturkarte wieder Ra. Magische Steuerhelme, okay. Wir haben einen Haufen Zeug gekriegt. Und ihr seht schon. Es ist leider so tatsächlich, dass Orikalkos komplett fehlt. Ich bin ehrlich, ich wusste das. Ich wusste, dass dieser Abschnitt fehlt. Warum wusste ich das tatsächlich durch Zufall? Ich habe, als ich hier geschaut habe, habe ich hier halt einfach so die Liste durchgeblättert und bin dann eins zu weit runter einfach nur. Also ich habe halt, man kann ja immer die Schatten, kann man ja schon im Voraus sehen und bin einfach hier mal so ein bisschen durchgeblättert und dann habe ich gesehen, dass es hier stoppt. Da war ich hier gerade. Da habe ich einfach zwei runtergeblättert und habe gesehen, dass es hier stoppt. Dadurch wusste ich, dass es das letzte Duell ist. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum sie Orikalkos weggelassen haben. Am Anfang wurde die Story so gut erzählt. Die Story wurde so wirklich wunderbar erzählt. Danach kam ansatzweise Lücken im Königreich der Duellanten. Das wird noch durch die DLCs vervollständigt. Also zum Beispiel das Duell mit Pegasus und Kaiba. Danach kam Battle City. Bei Battle City wurde die Story schon etwas... Ja, man hat halt einige Dinge weggelassen. Das Duell mit von Joey und Esper Rover fehlt zum Beispiel komplett. Das Duell Yugi gegen Joey fehlt komplett. Marik gegen Bakura fehlt. Keine Ahnung. Es fehlen so viele Duelle einfach. Und auch Dinge, die nehmen zwar in der Story etwas Bezug drauf, aber sie fehlen halt einfach, wo man das spielerisch doch hätte machen können. Das Spiel ist zwar storytechnisch gesehen das beste Yu-Gi-Oh!-Spiel, das ich bisher kenne, weil ich noch nie sowas gesehen habe, dass wirklich alle Yu-Gi-Oh!-Serien da so vereint sind und die Story erzählt wird. Aber das ist doch trotzdem kein Grund, das wegzulassen. Ich verstehe bei Ägypten, dass es sich nicht umsetzen lässt, weil die haben sich ja dann nicht wirklich duelliert. Ich verstehe bei Kapselmonster, dass es sich nicht umsetzen, weil das Spiel ja nach dem Manga geht. Und der Kapselmonster war ja nur Filler. Und lässt sich auch nicht gut umsetzen. Das ist nachvollziehbar. Aber warum fehlt Orikalkos? Zumal wir ja sogar die Karte haben. Wir haben ja sogar das Siegel von Orikalkos in unserem Deck. Also warum gibt es diesen Abschnitt nicht? Kommt der per DLC oder... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum er fehlt. Ich habe mich damals auch extrem geärgert darüber. Ich ärgere mich auch jetzt noch, weil es eigentlich der beste Abschnitt mit ist. Fehlt einfach. er fehlt einfach. Und das ist meiner Meinung nach nicht nachvollziehbar. Aber gut, aufregen ist zwecklos. Es ist so, beim nächsten Mal kommt dann das finale Duell von, jetzt hätte ich fast 5Ds gesagt, von Duel Monsters. Und dann geht's mit GX weiter. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.